Herzlich willkommen zu Mia Scribo. Ich stelle euch heute den Design 04 Füllfederhalter von Otto Hood vor. Das ist ein Füllfederhalter, den es in ganz vielen unterschiedlichen Varianten gibt. Und man sieht es hier auch sehr schön, die unterschiedlichen Schreibgerätevarianten und die unterschiedlichen Verzierungen des Korpuses. Überwiegend aus Messing ist der gefertigt und dann entsprechend lackiert und verziert. Man kann ihn aber auch mit Sterling Silber bestellen. Der Design 04 Füllfederhalter hat sehr unterschiedlich gestaltete Korpusse. Es gibt ihn in ganz unterschiedlichen Farben, Techniken und Materialien, zum Beispiel auch als Sterling Silber. Die Feder ist eine 18 Karat Goldfeder und dieser Design 04 hat sehr klare Linien und das ist zurückzuführen auf seinen Namensgeber. Otto Hood war nämlich Bauhausdesigner. Sein Vater Karl Hood gründete die Firma in den 1920er Jahren. Und sie produzierten damals hochwertige Taschengebrauchsgegenstände und Schreibgeräte aus Silber. Die hat sehr klare Linien und auch Stilelemente des Art Deco. Heute werden diese Schreibgeräte im Schwarzwald produziert und zwar von der Manufaktur Otto Hood. Ja, und ihr seht hier schon, von diesem Schreibgerät gibt es ganz viele unterschiedliche Varianten in unterschiedlichen Farben, Gestaltungen, auch Materialien werden hier unterschiedlich verwendet. So, und jetzt nehme ich ihn einfach mal in die Hand, den Füllfederhalter, und schreibe mal damit die obligatorischen Achten. Man sieht hier, es ist eine 18 Karat Goldfeder und eine M-Feder eingelegt. Und ein sehr schönes, weiches, sattes Schreibbild ist das. Eine schwarze Tinte wird hier gerade verwendet. Und für das Schreibbild ist natürlich nicht nur die Feder verantwortlich, also diese Goldfeder, die tendenziell weich schreibt, sondern auch die Tinte und das Papier, welches ich verwende. Wirklich sehr schön. Meine Schrift nicht, aber der Füller. Der Otto Hood Füllfederhalter Design 04 hat sehr klare Linien und das kommt auch nicht von ungefähr, weil er ist am Bauhaus orientiert. Es gibt ihn in weiteren Federbreiten, nämlich in F, M, B und in EF auch noch zusätzlich. Und außerdem gibt es ihn auch noch in unterschiedlichen Schreibgerätevarianten, nämlich nicht nur als Füllfederhalter, sondern auch als Tintenroller, als Drehkugelschreiber und als Drehbleistift. Sehr ausführliche Produktinformationen gibt es auf der Website www.miascribo.com. Den direkten Link dazu findest du hier in der Videobeschreibung. Auf der Website gibt es natürlich auch jede Menge weitere Tipps und Tricks rund um Schreibgeräte und rund ums Handschreiben. Und natürlich gibt es auch jede Menge Videos hier im YouTube-Channel. Das sind nicht nur Produktvideos, sondern auch How-to-Do-Videos. Abonniere den Channel gerne, schreibe Fragen und Anregungen in die Kommentare und like das Video natürlich auch sehr gerne.